Der Betrug aus Beuteln als Straftat im Hochleistungssport. Mit Transfusionstechnik aus den USA, mit alten Gebrauchsspuren. Bilder der Operation Adalas. Dazu Teile vom Spritzbesteck. Von Seefeld nach Wien zum Bundeskriminalamt, um Blutspuren zu entschlüsseln. Jeder Sportler musste sich vor der erstmaligen Behandlung einen Codenamen selbst überlegen. Und hier dementsprechend wurde er nur mehr mit Codenamen dann angesprochen, beziehungsweise auch die Blutbeutel dementsprechend auch gekennzeichnet. 40 Blutbeutel werden nun DNA-Analysen unterzogen, um mehr als nur die bisher bekannten 9 Sportler zu überführen. Vermutet werden mehr in einem internationalen Dopingnetzwerk. Unsere Ermittlungsergebnisse haben gezeigt, es sind hier andere Sportarten betroffen, es sind hier auch andere Nationen betroffen, aber alles Weitere werden die Ermittlungen zeigen. Aktuell findet die Biathlon-WM im schwedischen Östersund statt. Verdachtsmomente ja, Befunde nein. Wenn wir derartige Informationen, konkrete Informationen jetzt hätten, müssten wir natürlich selbstverständlich handeln und dann würden Sie es auch mitbekommen. Eine weitere Nachricht in dieser Woche. Johannes Dürr, der sogenannte Kronzeuge, wird verhaftet. Und er sagt aus, dass er in seiner Rolle als Aufklärer im Hintergrund weiter betrogen hat. Eine Art von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Sein Deckname auf den 3 Jahre alten Blutbeuteln, Lucky Luke. Der Kern der Aussage ist, dass ich nach meinem Dopingfall 2014 weiter gedopt habe. Ich wollte es einfach nach meiner Sperre nur mehr zeigen, was in mir steckt. Und deswegen habe ich mir auch nach 2014 dann noch Blut abnehmen lassen. Ich vergleiche das immer, mir ist es bei den Vernehmungen vorgekommen, wie bei der Bekämpfung der Drogen oder in Deutschland Rauschgiftkriminalität. Wenn hier ein Abhängiger vor Ihnen sitzt und der eigentlich dann, das war bei den Athleten der Fall oder mein Eindruck, dass die alle erleichtert waren, dass sie erwischt worden sind und jetzt Schluss ist mit diesem ganzen Versteckspiel. Von Wien nach Köln. Auch hier haben Dopingjäger ihren Anteil am Erfolg. Sie hatten Dürr 2014 überführt. Das war die einzige Probe, die wir positiv hatten von den Olympischen Spielen. Die Probe haben wir vom IOC bekommen. Wir wissen nie, um wen es geht. Wir haben nur Codenummern und waren dann nachher sehr überrascht, als Johannes Dürr bekannt gegeben wurde, als derjenige, der diese EPO-Probe abgegeben hat. Ein Kontrolllabor im Anti-Doping-Kampf, das sich immer wieder auf den neuesten Stand der Nachweistechnik bringt. Durch die Verbesserung unserer Analytik haben wir im Endeffekt die Athleten dahin getrieben, wo sie jetzt sind. Sie können nicht mehr wie bisher einfach in Zimmerchen ein bisschen EPO injizieren, ohne dass es jemand merkt. Wir können jetzt Mikrodosierungen von EPO nachweisen, wir können Fremdblutdoping nachweisen, wir können noch nicht zugelassene Hilfsstabilisatoren nachweisen. Also wir haben praktisch die Schlupflöcher immer kleiner gemacht, sodass jetzt Athleten gezwungen sind, solche hochriskanten Verfahren durchzuführen, wie das Blutdoping. Der Hochleistungssport an der verbotenen Nadel. Das ist im Prinzip ein bisschen mehr Treibstoff, den er hat. Also mein Auto braucht keinen Sprit zu sparen, sondern kann auf die volle Reserve gehen. Der rote Saft und seine vielfältigen Manipulationsmöglichkeiten. Ärzte mit verbotener Doppelmoral spielen Gott im Sport. Blutdoping weltweit möglich und sie verdienen gut daran. Würden alle bisher bekannten Doper des Erfurter Netzwerks das All-Inclusive-Paket bei Marc Schmidt gebucht haben, hätte der Arzt auf diesem Schwarzmarkt 135.000 Euro für eine Saison verdient. Die Doping-Affäre in Erfurt fördert vieles zutage. Das Blut der Sportler ist als Konzentrat bei minus 80 Grad mit Konservierungsstoffen tiefgefroren, weil rote Blutkörperchen dadurch kaum altern und haltbarer sind. Bis zu 10 Jahre. Sogenannte Frostschutzmittel werden beim Rückführen des Blutes durch eine Zentrifuge wieder herausgewaschen. Der Athlet bekommt nun eine hochkonzentrierte Blutkonserve zurück, seinen eigenen Saft. Was wir hier sehen, ist hier auch die Parallelen zur organisierten Kriminalität. Unser Gegenüber entwickelt sich natürlich weiter, versucht sich immer der Strafverfolgung zu entziehen, immer neue Maßnahmen. Wir sehen hier jetzt im Bereich der OK, im Drogenhandel, Rauschgifthandel zum Beispiel, die Abwanderung ins Darknet, Verlegung ins Darknet, um das, die polizeiliche Verfolgung schwieriger zu machen. Und hier im Bereich des Dopings sehe ich das so, dass sich dir unser Gegenüber natürlich auch weiterentwickelt hat.
Blut besteht aus flüssigen, hier gelb, und festen Bestandteilen, den roten Blutkörperchen. Je mehr von ihnen im Blut, desto mehr Sauerstoff kann gebunden werden. Sauerstoff als Treibstoff für Muskel und Athlet. Das Manipulationsziel, die Vermehrung der Erythrozyten, also der Anstieg der roten Blutkörperchen mit ihrem Eiweißbaustein, dem Hämoglobin, zu erreichen. Das Hämoglobin ist der Sauerstoffträger. Der ist in den roten Blutkörperchen drin. Und wenn wir jetzt im Prinzip Sauerstoff aufnehmen, dann über die Lunge, dann wird das an dieses Hämoglobin, an den Träger gebunden, in den roten Blutkörperchen dann zu dem Muskel transportiert, wo es arbeiten soll. Dort wird im Prinzip der Sauerstoff wieder abgegeben. Spitzensportler haben mit 7 Litern mehr Blutvolumen und mehr Hämoglobin als der Normalbürger. Allein auf 1000 Gramm kommt die Hämoglobinmenge bei Sportlern. Lasse ich mir Blut abnehmen, reguliert der Körper nach einer Zeit den eigenen Verlust. Führe ich mein eigenes Blut später zurück, vergrößere ich meine Anzahl der Träger im Blut für den Sauerstofftransport. Wenn ich jetzt im Prinzip nochmal 50, 80 Gramm Hämoglobin zuführe, habe ich natürlich dann nochmal 5-8% mehr Sauerstoffaufnahmekapazität. Und das ist im Weltklassebereich. Das ist ein Unterschied zwischen nationaler Spitze, national gutem Niveau und absoluter Weltklasse. Für Betrüger im Ausdauersport Blut als Sprit.